Mit ihm, dem Speedster, verabschiedet Porsche die Modellreihe 991. Tränen werden wohl nicht fließen, höchstens beim Beschleunigen, denn das Auto geht beängstigend. Der Porsche Speedster gibt es ja eigentlich schon seit 1954 und damals war das Auto das Top-Fortbewegungsmittel in Kalifornien, also in Amerika. Der damalige Preis rund $3.000, der hier kostet rund 270.000 Euro und zählt zu den ganz sportlichen und auch modernen Autos. Dieser Speedster hier basiert eigentlich auf dem Porsche 911 GT3. Vieles von diesem Auto ist auch hier verbaut. Und das sorgt allein schon für sehr viel Sportlichkeit. Und die werde ich mal ausprobieren auf den Straßen von Sardinien. Schon nach den ersten Metern wird klar, der Speedster ist ein reiner Sportwagen. Alles ist konzentrierter Fahrspaß. Man hört alles. Das linke Bein muss die Kupplung betätigen und die Lenkung ist puristisch direkt. Da könnte man sagen, noch ein Cabrio bei Porsche, aber weit gefehlt. Dieser Speedster ist ja ein Sportwagen ohne Dach. Und da sagt ja auch schon der Name, das spricht für Geschwindigkeit und Sportlichkeit. Porsche hat keine Kosten und Mühen gescheut, um das zu realisieren. Aus diesem Grund hat man auch die Klimaanlage weggelassen, zumindest bei der Serienausstattung. Es gibt noch ein kleines Navigationssystem und das Auto ist auch gewichtsoptimiert. Es gibt viele Kohlefaser- und Aluminiumteile. Das Auto wiegt 1465 Kilogramm. Das ist für einen solchen Sportwagen nicht viel. Mit einer beeindruckenden Leichtigkeit rollt er daher und die mitlenkende Hinterachse sorgt für Agilität und Sicherheit beim schnellen Dahinschweben über kurvenreiche Landstraßen. Wer noch ein bisschen für die Optik des Autos tun will, der kann für rund 21.000 Euro noch das Heritage-Paket dazu bestellen. Dann gibt es, wie gesagt, eine optische Aufwertung, aber das ist sicher auch Geschmackssache. Das Heritage-Design-Paket wird von der Porsche-Exklusivmanufaktur gefertigt. Es greift Elemente aus den 1950er und 60er Jahren auf. Dazu gehört zum Beispiel auch die Bicolor-Lederausstattung. Aber auch so weckt der Porsche Speedster Begehrlichkeiten. Denn besonders optisch soll sich dieser Porsche von seinen Brüdern unterscheiden. Die um 5 cm flacher stehende Frontscheibe und das Speedster-Heck machen diesen Sportler zu etwas ganz Besonderem. Ein solches Auto zu besitzen, wird nur 1948 Glücklichen gelingen. Denn nur diese Zahl wird gebaut, in Anlehnung an die 1948 erteilte Zulassung. Das Auto basiert ja eigentlich auf einem sehr sportlichen Auto, und das ist der 911 GT3. Sind da viele drei Teile verbaut? Eigentlich alle, die im GT3 sind, bis aufs Dach. Also das Auto ist eigentlich ein GT3, dem wir das Dach entnommen haben, noch ein paar Carbon-Teile zusätzlich dran. Also ist ein Rennsportauto für die Straße. Diesmal halt ohne Dach, sodass wir hier schön auch das genießen können, dass wir mal offen fahren und den Motor hören und auch die Präzision von einem GT-Straßenfahrzeug haben. Weniger ist in diesem Fall mehr. Denn besonders puristisch angehauchte Porsche-Fans werden sich für diesen Speedster interessieren. Das Fahrwerk ist eigentlich auch aus dem GT3, ist sehr sportlich, sehr straff. Aber dieser 991 zeigt eine leichte Tendenz zum Untersteuern. Das gibt es bei den neueren Modellen, den 992, eigentlich so nicht. Aber es lässt sich gut handeln und das Auto ist auch sehr sicher und schnell auf Landstraßen zu bewegen. Orkanartig sein können die Verwirbelungen bei offenem Verdeck und Topspeed, auch wenn die kleinen Seitenscheiben geschlossen sind. Aber das ist auch Bestandteil des Fahrspaßkonzeptes. Und dazu gehört ganz sicherlich dieser 4-Liter-Sechszylinder-Boxer-Saugmotor. Der erzeugt 510 PS und 460 Newtonmeter, schickt er an die Hinterachse und damit geht es richtig voran. Den Sprint von 0 auf 100 schafft das Auto in 4 Sekunden und bei 310 auf der Autobahn ist dann Schluss, dann ist die Topspeed erreicht. So, nun möchte ich Ihnen noch verraten, wie man das Dach schließt, denn es wäre kein Speedster, wenn das vollautomatisch gehen würde. Also zunächst einmal muss man hier die hintere Klappe entriegeln. Okay. So, und dann nimmt man diese Abdeckung, hebt sie an, zieht sie ein bisschen nach hinten und dann nimmt man das Dach in die Hand und schiebt das nach vorne
dann muss das wieder geschlossen werden. So, und dann nimmt man diese beiden Ecken, wird geschlossen. Nun noch elektrisch das Dach verriegeln, fertig. Auch so macht der neue Speedster eine recht gute Figur. Das kleine Verdeck unterstreicht nochmal den sportlichen Auftritt. Nach meiner Meinung sicher der schönste jemals gebaute Porsche Speedster. Gedacht für Minimalisten ist auch dieses manuelle Sechsganggetriebe. Einigen wird das vielleicht nicht gefallen, aber das passt sicherlich sehr gut zu diesem sehr drehmomentstarken Motor. Schaltet sich gut und schnell, also ich finde es top. Ohne das PDK-Getriebe ist das Auto rund 20 Kilogramm leichter. Ohne Flügel geht es natürlich nicht, auch den besitzt der neue Sportler. Zum Schluss meine Meinung. Also dieser Porsche Speedster in der 8. Generation ist wieder mal ein schönes, aber auch teures Spielzeug für Leute, die rund 270.000 Euro zur Verfügung haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, für viele ist dieser Speedster ein Sammlerstück. Man stellt es in die Garage in der Hoffnung, dass dann irgendwann es für dieses Auto ein bisschen mehr Geld gibt. Was soll ich sagen? Schade eigentlich, denn Fahrspaß bringt der Speedster reichlich.